Hallo und herzhaft willkommen zu einer neuen Folge The Surge 2, dem Metzelspiel. Ihr seht, ich bin im Inventar und habe einen Haufen Tech-Scrap gesammelt und jetzt muss ich mal gucken, für was ich den einsetze. Soll ich lieber meine Rüstung verbessern oder doch lieber einfach aufleveln? Ich glaube, ich level einfach auf. So, machen wir das mal ganz mal so. Ja, gut. Und zwar level ich einfach mal auf. Ich gucke mal, ob es für 2 Level reicht. Nee, es ist ein bisschen zu knapp. Ich speichere das mal, damit man es genauer sieht. Es reicht nicht ganz für 2 Level. Das ist etwas schade, aber wir können es jetzt nicht ändern. Ich brauche 8400 fehlen noch. Obwohl, ich habe eine Idee. Ich habe nämlich jetzt eine Rüstung gebaut, eine andere. Also ihr habt ja die Rüstung schon gesehen, den gefährlichen Schildkröten-Ninja hier. Und ich habe jetzt so Sets gemacht, weil man kann ja hier bis zu 3 Sets scheinbar machen. Und ich habe einfach in dem Set, das ist jetzt so eine Art Level-Set, also da bekomme ich dann mehr Tech-Scrap. Sieht es hier dran? Ich habe den Kopf und die Arme von dieser Nightfall-Rüstung und die Beine und die Brust von dieser Vulture-Rüstung. Und ich habe das deshalb gemacht, weil die Arme von der Nightfall-Rüstung, die geben Schaden dazu. Also die sorgen dafür, dass man mehr draufhauen kann. Sieht man das hier? Komponenten, Schema, genau. Hier sieht man es nochmal besser. Also das ist diese Vulture-Rüstung, Vulture. Und das ist so, dass die... Man sieht es hier nicht. Also ich muss wirklich hier reingehen, glaube ich, damit ich die Werte sehe. Genau, oder ich habe falsch geguckt. Also auf jeden Fall, hier sieht man die Nightfall-Rüstung. Die ist ja sehr groß, steif. Man ist ziemlich langsam damit. Also zumindest ausweichen ist schlecht. Aber die Arme sind sehr stark, denn die geben jeweils einen 10% Angriffskraftsboost. Bisschen Angriffsgeschwindigkeit minus, aber das ist nicht schlimm. Der Angriffskraftboost ist echt stark. Zusammen mit dem Helm, der extra Schaden auf gepanzerte Teile und ungepanzerte Teile macht, ist das sehr gut und ich bekomme den Teilset-Bonus. Ja, das habe ich hier bekommen, aber das gefällt mir noch nicht so, die Rüstung. Und hier unten, bei der sehr anderen Rüstung, ist es so, dass die Beine nämlich hier Stabilität geben. Und ja, warum habe ich eigentlich die Beine genommen? Ja genau, hier oben sieht man es. Also diese Rüstungsbeine, die ziehen halt Ausdauerverbrauch ab. Also da braucht es ausweichen sehr viel Ausdauer, wenn ich die benutze. Und hier ist das Ganze nicht so. Zusätzlich bekomme ich bei 3 Teilen noch den Teilset-Bonus, der halt mehr Tech-Scrap gibt. Und den will ich, auf den habe ich es abgesehen. Und deshalb habe ich 3 Teile davon angezogen, also die Beine und die Brust. Und von dem anderen habe ich den Helm und die Arme. So habe ich auch maximalen Damage-Output, zumindest was bisher so geht, würde ich mal sagen. So, mir fehlen ganze 400 Tech-Scrap, aber die bekomme ich vermutlich, wenn ich den hier lede. So, gib dein Bein. Mir ist aufgefallen, das Bein ist gar nicht so leicht zu treffen. Hier hat man es gesehen. Nur der gelbe Schaden ist dann wirklich direkt aufs Bein. Ich habe mehr den blauen Schaden gemacht. Ich habe ihn jetzt einfach niedergeknüppelt. Ich habe 405 Tech-Scrap bekommen. Das könnte reichen, um noch eine Stufe aufzusteigen. Ja, reicht gerade so. So. Dann hauen wir hier noch einen rein, hier ein. Und 2 auf Leben. Müssen wir noch was herstellen schnell. Die Brust können wir noch nicht verbessern. Gut. Aber jetzt, wenn ich weiter vorgehe, dann nehme ich das Aushalter-Set. Dann nehme ich das hier. Da halte ich einfach mehr aus. Das ist mir jetzt einfach wichtiger, wenn ich immer durchgehen will. Weil wir wollen ja mal vorankommen. Progress, Progress. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Los geht's. Ja, auf den Kopf klappt's echt gut. Auf das Bein ist irgendwie schwierig. Man kann jetzt keine so leichten Schläge nach unten machen. Also, wenn ich das Bein anvisiert habe, haut der schon nach unten. Aber es ist gar nicht so schwer, ums Bein abzusäbeln. Nicht so leicht.
Es ist nicht leicht, es ist äußerst schwierig. So, im Vergleich zum Kopf auf jeden Fall. Wenn ich auf den Kopf gehe, da haue ich dem einmal drauf, der fällt um und dann stampfe ich ihn ein, hier, wenn er am Boden liegt. Da ist er auch schon bereit. Also Kopf ist überhaupt kein Problem. So. Können wir nämlich hier weitergehen. Der Penner hatte mir was erzählt in der letzten Folge. Meine Kinder haben nichts zu bei. Ich glaube, ich habe den Fernsehton noch an. Scheiße, nicht, dass der Ton jetzt als doppelt war. Dann tut es mir sehr leid, da habe ich nicht aufgepasst. Bist du obdachlos? 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 Jetzt wird mal nicht frech, Chefchen. Ich würde es eher Wohnungssuche. So kann man es auch bezeichnen. Okay, ich weiß ja, wo ich hin muss. Also ich muss, glaube ich, hier runter. Und ich soll nicht die Straße entlang gehen. Aber ich will die Straße entlang gehen. Wir gehen die Straße lang. Wir sind dabei leise. Oh, hier ist aber dunkel. Ich sehe überhaupt nichts. Geht's hier auch lang? Ah, das ist die Seitengasse, von der er geredet hat. Da wollen wir nicht lang. Ich muss ein bisschen rüber, wenn ich so nah am Mikro bin, sehe ich es gar nicht. Da leuchtet irgendwas rot. Ach, wir nehmen erstmal das Audio-Log. An den Soldaten da kommt keiner vorbei. Nehmen wir die Abkürzung, okay? Ich flipp total aus, wenn ich nicht bald meinen Blue Sparkle kriege. Ist ja eine super Idee. Hast du nicht die Geschichten gehört? Über die Leute, die verschwunden sind? Komm schon, ich glaub doch nicht an Märchen. Aber es stimmt. Die Leute verschwinden einfach da unten. Keine Sorge, ich passe die ganze Zeit auf dich auf. Oh, der hat eine wirklich krasse Waffe. Die holen wir uns jetzt. Ich habe schon seinen Arm markiert. Ich glaube, der kommt auch auf mich zu, oder? Der will Stress. Kann man einen Schuss abgeben. Diese mächtige Waffe wird gleich mein sein. Vermeintlich mächtige Waffe. Ich weiß ja nicht, ob die wirklich so mächtig ist. Die sieht auf jeden Fall krass aus. Oh. Jetzt. Her damit. Ja, ich habe total alles erkannt. Oh, neue Arm habe ich auch gefunden. Spark Defender. Aber wir sind scharf auf die Waffe. Eine Mehrzweckwaffe. Ah, mit den Mehrzweckwaffen bin ich noch nicht so richtig warm geworden. Hey, fuchtel mal ein bisschen. Na gut, so eine bitte. Aber die hat irgendwie Strom drauf oder so. Elektroschaden 22. Ach, das ist von oben dem Typ gewesen. Kleine Säbelsäge. Aber die kämpfen sich auch wie diese komischen Schwerter da. Nee. Ich bleib bei der Keule. Mir ist jetzt aufgefallen, die Keule sieht irgendwie aus wie so ein Schwert oder so, das noch irgendwo drin steckt. Also irgendwie sieht es aus, als wäre die noch eingepackt. Sehr komisch. Ja, das wollen wir anziehen. So, hier sind noch so kleine Dinge. Oh shit, hier ist Gift auf dem Boden. Ah. Das ist natürlich elend. Gleich. Das hält aber auch lang an, das Gift. Das ist echt mies. Okay, ich muss sehr aufpassen, dass ich da nicht reingehe. So. Oh, oh, oh. Scheiße, Geschütze. Oh, jetzt kommt auch noch eine. Was ist denn das? Oh.
Okay, vielleicht soll ich doch die Seitengasse gehen, weil ich habe überhaupt nichts mehr, um mich zu heilen jetzt. Ah, Mist. Das wäre eine Heilung gewesen, die ist jetzt leider dahin. Ist der jetzt runtergekommen? Ja, er kommt. Es ist aber nur ein Zweier, er sollte relativ schnell draufgehen. Vielleicht er vergiftet sich sogar. Trottel. Aber er hat irgend so eine miese Feuerwaffe, die würde ich gern haben. Oh Gott. Ich muss ihn hier holen gehen, sonst schickt er seine komischen Explosivdrohnen da auf mich. Er ist einfach verschimmelt. Schade, jetzt habe ich leider seine Waffe nicht bekommen. Ich kann mich hier auch nirgends heilen. Oh Gott. Ich springe einfach. Wenn ich mal hier runterspringen geht es. Ah, es ging, aber ich bin einfach nur gestorben. Das war schlecht. Jetzt kann ich auch mein Zeug nicht zurückholen, glaube ich. Naja, ich hatte nur 1000 angesammelt, aber es ist trotzdem ärgerlich. Das sollte nicht passieren. Okay, alles auf Null. Hey, es wird mir sogar angezeigt, dass ich wieder holen kann, aber ich bin nicht sicher, ob das auch wirklich funktioniert. Erstmal ein Schnitzel aus dem machen. Oh, was liegt denn hier? Liegt hier was? Gut, jetzt habe ich wenigstens wieder ein paar Heilungen drin. Okay, den Sprung macht der scheinbar nur, wenn ich den Kopf anvisiere. Liegt einfach hier, sehr gut. Was hat denn der noch so an? Der hat ja jetzt einen anderen Arm gehabt. Hat der wahrscheinlich auch eine andere Brustrüstung. Ich versuche mal anzulocken. Na komm her. Ich habe ihn auf jeden Fall wütend gemacht. Oh, er ist sehr wütend. Ich sehe gar nicht mehr, wo er angreift jetzt. Kann ich denn seinen Arm nicht abreißen? Ach, eigentlich wollte ich die Brust. Naja, so geht's, so geht's. Erstmal Heilung reingehauen und dann gehen wir hier doch die Seidenstraße lang, weil das mit dem Gift, das ist mir irgendwie ein bisschen zu elend. Das ist der einzige hier. Sieht so aus. Okay, komm her, mein Freund. Ich schieße jetzt nicht so oft, nicht, dass er wieder wütend wird. Er ist wieder wütend geworden. Noch eine. Puh, also wenn mehrere von den Dreiern kommen, das ist sehr gefährlich. Aber ich hab's so besiegt. Was ist das? Das glänzt so. Oh! Seitenstraße. Ich habe da unten schon einen laufen sehen. Da ist noch einer. Da ist so eine komische Explosivspinne. Die sind auch scheiße, die Viecher.
Wie werden die vom Anschießen wütend? Das ist gefährlich, ja, komm her. Okay, er ist gestorben, bevor ich ihm was abschnippeln konnte. Das ist natürlich tragisch. Aber weiter geht's. Wir wollen krassen Loot, wir wollen bessere Rüstung. Ich brauche nur einen neuen Knüppel oder ein Schwert oder so. Ich habe zwar so ein paar Schwerter, aber die gefallen mir nicht so richtig. Ich bin aber eigentlich jemand, der gern mit Schwertern kämpft. So, da sehe ich was, da komme ich leider nicht hin. Ich habe die Gas gemusst, aber das ist mir gerade viel zu gefährlich. Seidenstraße ist schon okay. Auch wenn es sich ein bisschen schwach anfühlt, hier die Seidenstraße zu gehen, aber besser als drauf zu gehen. Nein! Oh, gut. Aber das sieht doch aus, als wäre da hinten in der Ecke was, oder? Eindeutig. Und hier sieht es auch nicht besonders tief aus. Schwimmen ist scheinbar gar nichts. Da sitzt eine. Sieht hier aus? Nee, Wasser. Wasser ist böse. Wasser ist Lava. Ah, so komme ich hier hoch. Dann zeig mal her. Ach, jetzt bin ich hier oben. Durchgangsstraße. Ich weiß nicht genau, wie ich an den Hafen komme. Aber ich versuch's mal hier in der Paper Street. Es scheint mir die Seitengasse zu sein. Ah, hier kann ich eine Tür aufbrechen, aber erstmal töte ich den da lieber. Wieder mit dir. So. Okay, habe ich alles erledigt. Hier ist wieder ein Fahrstuhl, aber da brauche ich irgend so ein Magnetding. Oder ich kann den halt von oben aktivieren, das kann auch sein. Müssen wir erstmal ein paar Abkürzungen freischalten. Das ist hier wieder ein neues Gebiet. Und hier ist es noch relativ mies. Muss sehr vorsichtig sein. Was zum... Bist du etwa gerade hier eingebrochen? Komm zu Penny, los, los! Penny... Pennys Lieferung, Scherbe für Scherbe, ein Genuss. Scheibe für Scheibe. Okay, die Penny scheint mir nichts Böses antun zu wollen. Hallo, Penny. Meine Tür steht jedem offen, Schätzchen, aber das ist ja wohl unerhört. Sieht so aus, als hätte ich da einen Ladendieb erwischt. Tut mir leid, wie kann ich das wieder gut machen? Ich bleib mal nett. Oh, keine Sorge, Schätzchen. Ich hol mir einfach zurück, was mir gehört. Überrascht mich aber jetzt nicht. Kein Stück. Ich habe die Art von Verzweiflung schon bei so einigen Leuten erlebt. Der Hunger bringt uns dazu, Sachen anzustellen, die wir nie für möglich gehalten hätten. Ich lasse dich nur ungern mit leerem Magen wieder gehen. Wenn nur meine Kühlkammer funktionieren würde, dann könnte ich dich bestens versorgen. Was soll's? Bringt ja eh nichts. Ohne Ersatzteil kann ich nichts für dich tun. Ich kann dir helfen. Das ist ja wunderbar, Schätzchen. Dich schickt der Himmel. Du musst dir einfach nur einen dieser Bots schnappen, die überall in Port Nixon unterwegs sind, und dir ein Ersatzteil holen. Sollte für jemanden mit deinen Fähigkeiten ein Kinderspiel sein. Davon gehe ich aus. Zeig mal her, was du so am Start hast. Ja, aber hier drin gibt's nur beschränkte Auswahl. Der Rest ist den Kunden auf der Straße vorbehalten. Wenn jemand den Kerlen da draußen vor dem Laden Saures geben würde, könnte ich auch wieder mein ganzes Angebot ausbreiten. Aber so? Kritische Dynamo. Bei niedriger Gesundheit erhöht sich der Energiegewinn. Ich weiß nicht. Operator-Klasse. Smell-Saver. Also es hat relativ viel Giftverteidigung, aber ich weiß nicht so richtig, was ich damit soll.
irgendwie nicht besonders interessant an, was sie so anzubieten hat. Da gibt's bestimmt Besseres. Öffnet die verbundene Tür. Ach, ich brauche eine Keycard. Hat sie vielleicht was? Wie läuft denn so die Jagd nach Ersatz? Schön lachen, dass du hier. Willst du mich um den Finger wickeln, Schätzchen? Gute Nachricht, es funktioniert. So habe ich das noch nie gesehen. Port Nixon ist das einzige Zuhause, das ich je hatte. Ich liebe hier alle über alles. Meine Mama hat immer gesagt, Liebe geht durch den Magen, Penny. Seit hier alles den Bach runtergegangen ist, habe ich mich dem Ziel verschrieben, unsere Nachbarn satt zu kriegen. Albernes Mädchen, was? Irgendwie hat sie so einen sarkastischen Unterton. Das gefällt mir nicht so ganz. Hier hat es doch gerade geklopft. Was hat hier geklopft? Oh Gott. Trockenstangen. Ah, hier trocknet sie ihr Fleisch. Aber irgendwie will ich gar nicht wissen, was das für ein Fleisch ist. Ich habe nämlich noch keine Tiere gesehen. Also eigentlich erübrigt sich die Frage. Oh je. Kannibalen. Ich bin irgendwo draufgetreten. Also ich muss wahrscheinlich doch da hinten lang. Hier gibt's scheinbar nichts. Hier unten? Hey. Dann gehen wir jetzt zurück und sind sehr vorsichtig, denn ich habe etwas Angst. Ach so, hier ist falsch. Ich gehe da vorne rum. So. Ich bin ein großer Krieger mit starker Rüstung. Ich brauche keine Angst zu haben, denn ich werde alle niedermähen und zersäbeln und Kopf abschneiden und was auch immer. Port Nixon. So. So, hier unten bin ich vorhin rumgerannt. Okay, da sind welche. Reiß mal hier schnell auf. Seite dran. Auf diesem Pfad kann ich nichts mehr für euch tun. Das Mittel hat euch geholfen, unsere heiligen Stätten zu verteidigen. Es stärkte eure Arme und schärfte euren Geist, als die Ketzer kamen, um unsere Werke zu zerstören. Ihr vertriebt sie von unserem Land bis auf den letzten Mann. Doch die Drogen für den Kampf waren nur euer Werkzeug. Erleuchtung kommt nicht nur durch die Reinheit der Tat, sondern auch durch die Reinheit des Geistes. Sucht Transzendenz und lebt für immer. Pilgert zu unserer Kathedrale und werdet wieder eins mit dem Funken. Es ist noch nicht zu spät. Meine unwissenden Kinder. Meint ihr den Riesen-Oktopus? Also, naja, als Kathedrale könnte es noch besser gehen. Aber obwohl ihr der Wahrheit des Funken nicht so viel hergemacht. Glauben schenkt, habt ihr euch abgewandt. Achtung, wichtige Durchsage. Einige meiner Jungs sind heute auf der Hauptstraße in einen Hinterhalt geraten. Ich habe mich jetzt lang und konstruktiv mit denen unterhalten. Ich habe doch gar keinen Starfish, oder? Nee, aber scheinbar sollte ich hier irgendwo Starfish bekommen. Denn sie waren tot. Ach, ich hab's Ersatzteil erhalten, sehr gut. Gut, jetzt kann ich der anderen das Ersatzteil zurückbringen, eine Penny. Ich muss nochmal gucken, wo ich hier jetzt überhaupt... Ah, ich bin wieder ganz am Anfang. Gut.
das Little Johnny's Gang. Wir haben die Polizei zurückgeschlagen. Auf diesem Pfad kann ich nichts mehr für euch tun. Das Mittel hat euch geholfen, unsere heiligen Stätten zu verteidigen. Es stärkte eure Arme und schärfte euren Geist, als die Ketten kamen, um unsere Werke zu zerstören. Mist, hier lang komme ich nicht. Ich muss hier hinten rum. So, dann gehen wir mal zu ihr zurück und gucken mal, was sie mir denn als Belohnung anzubieten hat. Hier habe ich ja schon alle geledert. So, Penny, was hast du denn Gutes für uns? Zeig mal her. Hier ging's rein. Ja, hier habe ich die Tür aufgebrochen. So, da ist die Gute. Wie läuft denn so die Jagd nach Ersatzteilen? Gut, gut. Wunderbar, Schätzchen. Ohne dich müssten heute Abend eine Menge Leute hungrig ins Bett. Deine Belohnung wartet schon in der Kühlkammer auf dich. Nur keine Hemmungen, Schätzchen. Das hast du dir voll und ganz verdient. Ich bin gleich bei dir, okay? Geh einfach rein, Schätzchen. Ich komme auch, sobald ich alles am Laufen habe. Nicht so schüchtern, Schätzchen. Ah, hier ist die Tür jetzt aufgegangen. Willkommen, Pennys Fleischwolf, Schätzchen. Oh nein, Penny. Ich hab dich mitten in mein Spinnennetz gelockt. Und jetzt ist Zeit zum Essen. Hey Penny, ich würde sagen, ich verpasse dir erstmal eine. Lass uns tanzen. Jetzt erklärt sich auch, wo das Fleisch herkam. Verdammt, die stirbt mir zu schnell. Ich wollte ihre Waffen haben. Verdammt. Scheiße. Die ist viel zu schnell gestorben. Schade. Ach, das ärgert mich jetzt. Kann ich. Ja, ich kann nicht zurück. Ja. Kann ich irgendwie zurück? Ich hätte mich vielleicht erschlagen lassen sollen von ihr. Das wäre besser gewesen. Naja, eine traurige Folge. Ich weiß jetzt, wo das Fleisch herkommt. Ich habe eine Waffe bekommen, aber leider habe ich ihre Waffe nicht bekommen. Und das ist ein bisschen blöd. Deshalb bin ich jetzt etwas geknickt und muss sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut. Bis zum nächsten Mal bei The Search 2.